Besondere am Studiengang Quantum Engineering ist, dass wir ein Grundlagenstudium in der Physik kombinieren mit einem anwendungsorientierten Studium in den Ingenieurswissenschaften. Die heutigen Anwendungen der Quantentechnologie sind noch sehr beschränkt. Da wollen wir zukünftig hin. Deswegen ist heute Quantentechnologie primär eine Domäne der Physik, der Naturwissenschaften. Und jetzt geht es aber peu à peu in die Anwendungen rein, weil darum geht es, dass man Elektroniksysteme entwickelt, die diese Quantensysteme sozusagen in die Realität überführen. Quantentechnologien bieten neue Möglichkeiten, um zum Beispiel in der Sensorik, in der Messtechnik besonders hohe Empfindlichkeiten zu erreichen, um Kommunikation besonders sicher zu machen oder um neue Rechentechniken umzusetzen, die auf Quantensystemen basieren und insbesondere dafür geeignet sind, auch andere Quantensysteme, wie zum Beispiel Moleküle in der Pharmazie, die zu berechnen. Was mich besonders an dem Studiengang interessiert, ist zum einen die Schnittmenge zwischen den Ingenieurswissenschaften, wo man lernt, wie man Sachen macht, und der Physik, wo man lernt, warum gewisse Dinge passieren natürlich. Wir haben hier die optimalen Voraussetzungen dafür, weil wir eben Quantenwissenschaften als einen Schwerpunkt in der Physik haben und Systems Engineering einen Schwerpunkt zum Beispiel in der Messtechnik hat und aber auch im Electrical Engineering. Und das sind Gebiete, die also ganz natürlich zusammenfließen in den Quantentechnologien. Ich wusste vorher schon ein bisschen, dass ich mich eher für kleinere Welten sozusagen fasziniere. Also, dass es irgendwas Richtung Nano- oder Mikrotechnologie gehen sollte. Und gerade das Quantum, was ja doch nach der Schulzeit noch sehr unbekannt ist, das weckt natürlich viel Neugier. Und das hat mich dann auch am Ende gepackt und war auch mit der Grund, warum ich mich für den Studiengang entschieden habe. Ja, der Studiengang Quantum Engineering richtet sich an diejenigen, die nach dem Abitur gar nicht so genau wissen, sind sie mehr der Ingenieurtyp oder der Naturwissenschaftlertyp. Und deswegen kann man sich mit beidem mal ausprobieren. Und das ist das, was wir versuchen wollen, auch in diesem Studiengang zu vermitteln, dass jeder für sich den Weg finden kann, will ich mehr so das Faustsche Ideal umsetzen oder geht es darum, dass das, was ich erforsche, wirklich bei den Menschen ankommt? Praktische Erfahrungen sind vor allem Praktika aus den Ingenieurswissenschaften und aus der Physik, wo man dann auch selbst an kleineren Versuchsaufbauten eben hauptsächlich experimentiert. Die meiste praktische Erfahrung habe ich wohl in meiner Bachelorarbeit gesammelt, weil man da selbst an einem Lehrstuhl ist. Und da hatte ich alles Mögliche, von Programmierprojekte bis hin zum Löten, Sachen zusammenschrauben, genau alles in einem. Ja, im Studiengang sind viele praktische Anteile mit drin. Flexibel, ist nicht für alle gleich angelegt. Man kann ein Industriepraktikum genauso machen wie einen Sprachkurs oder eben vertiefen sich in den fachlichen Inhalt. Ja, die Voraussetzungen sind, dass man, wir sagen immer, keine Angst vor Mathematik hat. Die Mathematik ist das Grundwerkzeug für alle Ingenieure und Naturwissenschaften. Man muss natürlich ein Interesse mitbringen für die Physik und die Ingenieurwissenschaften. Ich glaube, die Motivation ist das ganz Entscheidende für diesen Studiengang. Also ich kann mir für die Zukunft vorstellen, schon erstmal noch in der Forschung zu bleiben, auch da ich meinen Master erst noch in Physik mache. Langfristig gesehen bin ich noch recht offen und da bin ich auch der Meinung, dass durch das Studium sowohl die Richtung in die Industrie als auch noch länger in der Forschung zu bleiben, dass man da beide Wege offen hat.